Hallo Leute und herzlich willkommen zu Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge ist es ja nicht so ganz gut ausgegangen und jetzt habe ich die Idee, alles hier, was ich habe, reinzuschmeißen. Weil ich bin wieder zurückgeflogen, nicht da, wo die Plattform war, wo wir jetzt letzte Folge aufgehört haben, sondern ich bin jetzt wieder bei der Starthöhle, weil wir ja jedes Mal wieder hierhin zurückkommen. Bedeutet, egal was ich mache, ich komme an den Spawnpunkt zurück hier. Und dann ist es natürlich nicht schlau, wenn ich alles woanders rausschmeiße, weil wie komme ich denn da wieder hin? Auch wenn es nur quer drüben ist, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Aber ich sterbe jetzt einfach hier und dann sollte ich hoffentlich ja bei uns daheim rauskommen. Leider ohne Level. Aber das kommt davon, wenn du nicht aufpasst. Oh. Tomb created. Ja, das bringt sich. Ah, Tomb. Ich hab einen Tomb. Aber nix. Ich brauche jetzt erstmal in der Overworld brauche ich einen Cake. Einen schönen Overworld Cake. Hallo. So, und ich brauche jetzt einen Cake. Und nicht Leck. Oh, den Cake brauche ich. Eggy X. Eggy X. Juhu. Da sind Eggy X. Overworld Cake brauche ich einen normalen Cake für. Jawohl. Und dann habe ich einen Overworld Cake. Und dann esse ich meinen Nether Cake. Ups. Dann bin ich woanders wie sonst. Ja, toll. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hat jeder Kuchen einen anderen Spawnpunkt oder was? Okay, blöde Frage. Was ist, wenn ich dich jetzt hier platziere? Was? Warum zu Fick komme ich jetzt? Das war jetzt weird. Okay. Okay, das ist nur eine Illusion. Bloß Illusion. Dann holen wir uns jetzt eine Diamond einfach. Pickaxe. Mal scheiß drauf. Und buddeln uns mal schnell da unten durch und schauen mal, wo wir rauskommen. Das ist doch jetzt irgendwie scheiße. Irgendwie ist das jetzt dumm. Dann bin ich endlich geschraubt. 90 Meter von hier entfernt. Ach ja, natürlich! Und daneben. Grandios. Mal schnell runter gucken. Sind wir jetzt an derselben Stelle wie davor? Ah, jetzt haben wir dieselbe Stelle, okay. Mich interessiert jetzt nur zur Hölle, wo wir sind. Der Rest ist mir tendenziell scheißegal. Dich kann ich abbauen. Nice.
Komm, gib mir den Blödsinn. Davon bin ich davor gestorben. What? Muss ich mich denn einfach nicht nach... Bin ich nicht einfach drunter gelandet? Unter meinem normalen Ehrgeiz. Okay, okay, nochmal tschüss. Ich muss eigentlich nur noch da drüben gehen. Lol. Respawn. Jetzt habe ich's. Ja. Und tschüss. Ich brauche nur eine Diamond-Spitzhacke. Ich habe eh rein tödlich flüssig MXP. Und dann Richtung meines Todespunkts laufen. Ach, da bin ich ja schon. Lol. Dann ist das sozusagen unsere Base. Cool. Und ich schwebe wieder. Na super. Aber meine Rüstung hat nicht ja, okay, ist wurscht. War jetzt nicht die beste Rüstung. Dann machen wir noch ein bisschen hier Ausbau. Ach, schade, da ist zum Beispiel noch mit was. Haben wir hier so einen kleinen Lagerpunkt. So. Perfekt, dann zurück zur Overworld. Geht er runter. Okay, dann halt so. Ah ja, ein Stürmchen. Aber auch nur da drüben kann es sein. Ne, Stürmchen ist ganz weg. Ich baue erstmal mein komisches Remote-System wieder hier. Um ein bisschen Übersicht zu kriegen, was ich jetzt überhaupt. Das kann ich alles mal wieder zurückbringen. Netherrack vor allem. Alright, habe ich jetzt dabei. Euch habe ich noch dabei, weil. Keine Ahnung. Ich habe Soul Ascent. Hier ein bisschen was. Kobalt habe ich dabei. So. Materials and you. Jetzt zeige ich halt dementsprechend Spitzhacken. Wie schaut es bei dir aus mit der Haltbarkeit? Durability ist immer noch sehr, sehr gut. Habe ich die überhaupt benutzt? Doch, habe ich sicher. Ah ne, ich habe die hier benutzt, die Obsidian. Deswegen hat die schon XP erhalten. Ich muss halt die mal mit Obsidian verstärken. Crystallized Obsidian Leggings. Mhm. Was zum Fick ist das denn? What? What? Das ist ganz, ganz weird. Aber schauen wir mal in unsere Achievements, Advancements. Ich bin a slime. Planting slime saplings in the world or in a bonsai pot requires slime dirt. Craft slime dirt to get started. Habe ich noch kein slime dirt gecraftet bis jetzt. Slime Dirt aus Kaktus und Milch. Drop Chance und Growth Rate.
Aber das ist auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ich habe ein neues Ohr mitgenommen. Und zwar Ardite Ohr. Ardite. Es gibt bestimmt ein Ardite Sapling. Glowstone Ingot. Pristine Blaze Matter. Okay. Nether Star. Ja, sicher. Ja, sicher. Die wollen Netherstone. Molten, ach, Molten Ardite und Magma Slime Sapling. Den Magma Slime Sapling muss ich noch kriegen. Blue Slime. Willst du mir gerade sagen, dass das echt so einfach zu kriegen ist? Okay, ich brauche Blazing Perfarium, das sollte jetzt aber nicht die Schwierigkeit sein. Blue Slime, Slime Sapling sollte ich haben. In einem Melter Perfarium Dust. Dann kriege ich Blazing Perfarium. Sollte doch jetzt nicht die Schwierigkeit sein, oder? Nö. Kann ich Obsidian Ingots machen? Nö. Ich will es aber irgendwie rauskriegen. Was ich tue. Glaube ich, was ist das? Ein Sprinkler? Achso, ich habe einen Sprinkler gemacht. Soul Center schon tonnenweise. Sloth Monster Head. Speed Upgrade. Ah, da, hier. Wollte gerade sagen, wo ist es denn? Wo ist es denn? Aber ich habe es gefunden. Der einfachste Trick, tausche schnell die zwei Sachen aus, kipp den da rein, den Rest. Der füllt auf. Okay, das war unerwartet. Das reicht noch für genau zu einem Block. Das ist gut zu wissen, dass das für so einen Block reicht. Kann ich nicht dich währenddessen da schon mal reinpumpen. Ich brauche eigentlich ein Bucket jetzt noch. So. Füllen wir schnell auf, damit da ein bisschen was drin ist. Braucht ja lange. Aber okay, danach haben wir natürlich dann schon den Weg zu Blue Slime sollte ich haben, oder? Slime. Eine Blue Slime Pflanze hätte ich. Und dann muss ich die ja nur noch mit Perfell wahrscheinlich übergießen am Ende, oder? Das müsste dann auch gehen. Wenn wir jetzt hier gucken. Noch die Purple Slime, aber wir haben den Magma Slime hier vor allem. Okay, er sagt halt wieder, dass es nur so geht. Four Bottles.
Brauche ich aus dem Abfüllen. Rein theoretisch. Irgendwie. Ich glaube, das ist einfach so. Was für eine andere Möglichkeit habe ich denn? Was für eine andere Möglichkeit habe ich denn? Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.